So, hallo ihr Lieben, Christian Schumann, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe, und dies ist mein Videoblog. Meine Kurse findest du auf liebeschiff.de. Es fängt auch gerade die Selbstbehauptungs-Challenge an, sehr geiler Kurs, und neu haben wir den Anti-Drama-Kurs, die Drama-Fasten-Kur, gibt es zum Frühbucherpreis gerade, packe ich in die Videobeschreibung. Und heute geht es um das Thema, ja, meine Freundin denkt laut über offene Beziehungen nach, wie geht man damit um, was macht man damit, und auch mal ganz interessant, dass es mal so rum ist. Von einem Zuschauer: Lieber Christian, danke für deine tolle Arbeit, ich schaue super gerne deine Videos und habe auch schon einige Kurse von dir, zum Beispiel den neuen Verlustangstkurs. Ja, auch der sehr empfehlenswert, der kürzester Zeit meistgekaufteste Kurs tatsächlich. Und ich finde diese total inspirierend und sehr hilfreich. Danke, ich habe eine andere Frage an dich. Ich bin Anfang 30 und seit 5 Jahren in einer glücklichen Beziehung. Da meine Freundin ein paar Jahre jünger ist und wir beide immer an anderen Orten studiert haben, hatten wir bisher immer eine Fernbeziehung. Jedoch sei gesagt, dass wir aus diversen Gründen auch schon mehrere Wochen am Stück miteinander verbracht haben und ich auch oft in der Stadt meiner Freundin gearbeitet habe. Wir haben also viel Zeit, uns zu sehen. Ich wünsche mir, dass wir als Paar den nächsten Schritt gehen und bald zusammenziehen. Ja, also dazu ist alles wunderbar, freut mich. Es ist oft, es gibt ja jetzt, weiß gar nicht, wie ich das wieder sagen soll, ohne dass wieder alle ausflippen in den Kommentaren, aber sagen wir es mal so, ist oft besser, wenn es andersrum ist, wenn die Frau sich so ein bisschen einfangen lässt vom Mann, umgekehrt, wenn der Mann sich einfangen lässt von der Frau, ist häufig ein bisschen einfacher für die Beziehungsdynamik, aber ansonsten nichts falsch daran natürlich, ne? Immer best, also meiner Ansicht nach ist es aus Polaritätssicht immer ein bisschen besser, wenn die, also hier, der Hund macht wieder Thermik, sorry, immer ein bisschen besser, wenn die Frau so ein bisschen mehr jagt als der Mann. So, sie kann sich das auch vorstellen, trotzdem bin ich häufiger die Person, die sich im Laufe meiner Nachricht noch rausfahren lässt, die mehr in der Beziehung hängt und solche Schritte gehen möchte. Generell teilen wir ähnliche Werte und auch unsere Zukunftspläne passen super zusammen. Nun ist es so, dass meine Freundin seit einiger Zeit immer mal wieder davon spricht, dass sie es vermisst, mit anderen Männern zu flirten, auch mal hier und da einen Crush hat und vielleicht in Zukunft auch mal eine offene Beziehung möchte. Ja, also erstmal ist es natürlich ehrlich, also ich will das jetzt nicht verurteilen. Jeder kann heutzutage mit seinem Leben machen, was er will, und kann ausprobieren, was er will, gucken, was für einen das Richtige ist. Insofern gibt es da nichts zu verurteilen, bis hierhin erstmal. Sie kündigt das an. Jetzt ist es aber, wie gesagt, aus Polaritätsgesichtspunkten, dazu auch mehr in meinem neuen Buch, ist auch schon vorstellbar. Ich glaube, ist auch schon in der Videobeschreibung drin. Also gibt es schon bei Amazon, aber gut, dauert noch bis September. Ist es eigentlich so, fühlt es sich häufig ein bisschen einfacher an, wenn sozusagen die Frau so leicht im Plus ist und der Mann leicht im Minus irgendwie. Und deswegen ist es auch oft so, dass eigentlich immer meistens eher die Frauen so ein bisschen auf Bindung drücken und der Mann so ein bisschen unbestimmter ist. Das ist, glaube ich, leichter irgendwie als so andersrum, ne? Und wie gesagt, da ist jetzt nichts falsch dran. Deine Freundin informiert dich darüber. Du kannst jetzt drüber nachdenken. Kannst ja sagen, kannst nein sagen. Und aber das nur aus Polaritätsgesichtspunkten wäre es für mich schon so ein bisschen, ach du Scheiße, sie verliert Attraction so für dich, ne? Also sie ist nicht mehr, weil, also vielleicht ändert sich das so gesellschaftlich auch, weiß ich jetzt nicht, aber für viele Frauen ist es so, wenn sie genügend verknallt sind, wollen sie eigentlich in der Regel Exklusivität so, ne? Und da würde ich mir jetzt auf jeden Fall Gedanken machen, abgesehen davon, dass, wie gesagt, deine Freundin ist vielleicht so ein Freigeist, keine Ahnung. Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber da würde ich mich schon fragen, ob sie genug verknallt ist. Und scheinbar nicht. Und dann würde ich mir gucken, was man da machen kann, so, ne? So nach dem Motto, nochmal 2 Jahre die Mit-20er auskosten und danach, weil sie mich ja lieben, ich mir alles vorstellen kann, eine Familie und Zukunft mit mir haben. Ja, aber das ist, wir wissen ja, wer es ist, dann schläft sie mit jemand anders und dann entwickelt sie für den Gefühle. Und ich meine, es gibt auch Studien, dass, ja, also wenn eine Frau so viel Abwechslung
erlebt hat, dass es ihr dann eher schwerer fällt, so sich auf einen für längere Zeit festzulegen. Also insofern, dass jetzt das dazu führt, ich meine, natürlich, wenn sie das machen will, muss sie es machen, aber dass jetzt das dazu führen würde, dass sie dich dann noch mehr liebt und mit dir zusammen sein will, das ist, meiner Ansicht nach, ist das, glaube ich, ein, kann passieren, aber es ist, glaube ich, ein Irrweg. Ganz im Gegenteil würde ich da, glaube ich, so versuchen, möglichst polar drauf zu reagieren. Natürlich jetzt nicht unfreundlich, aber würde dann ganz klar sagen, das mit mir nicht, so, ne, ich habe da keinen Bock drauf und dann muss ich halt trennen, fertig, ne, so, sagte, es sei denn, du hättest da Bock drauf, aber ich glaube, das Problem mit offenen Beziehungen ist, dass da Frauen, hoffe ich, Vorteile haben. Also sie wird jetzt keine Probleme haben, neue Typen anzuschleppen und du musst dir so alles reinziehen und das handeln. Und kannst dir aber, du hast aber, wirst da wahrscheinlich nicht viel Spaß dran haben, so, ne? Du willst es ja auch gar nicht. Ja, aber gut, klar, ist alles menschlich. Und sich der Gedanke, nur mit einer Person bis ans Lebensende zusammen sein, einengt anfühlt. Ja, aber so ein Gedanke ist ja auch, nur weil man jetzt zusammen Kinder kriegt, muss man ja nicht ewig zusammenbleiben. Insofern, aber man, es wird einfach deutlich, dass deine Freundin mehr Minus ist. Und das gibt dir natürlich auch wieder die Möglichkeit, ins Plus zu gehen und zu sagen, ja, aber ich kann mir das vorstellen, super. Muss man sich immer fragen, also das thematisierst du jetzt hier nicht, ob, wie es wäre, wenn es andersrum wäre, wenn du eine Freundin hättest, die sehr plussig ist. Vielleicht hättest du gleich ein Problem, wissen wir jetzt nicht. Deswegen sollte man immer vorsichtig sein, da so zu urteilen, tust du ja auch gar nicht, sondern einfach gucken, was man damit jetzt macht, ne? Auf jeden Fall würde ich versuchen, aus dem Plus rauszukommen. So, ne? Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich nehme andere Frauen ja auch als attraktiv und spannend, weil jedoch kann mir eine offene Beziehung gerade, kann ich mir einfach nicht auch vorstellen. Habe ich ja auch gesagt, dass ich mich dann trennen würde. Sehr gut. Da ich gerade eher der Pluspol in der Beziehung bin. Am Anfang war es andersrum, da ich frisch getrennt war und noch keine neue Beziehung haben wollte, aufgrund meines beruflichen Erfolges. Ist es, ja, siehst du, da warst du so der, so ticken die Menschen halt, ne, und auch viele Frauen, nicht alle, aber viele, ja, dass solange der Mann so unneedy ist und so nicht so richtig weiß, also da gibt es Studien drüber, dass, wenn sich die Frau der Gefühle des Mannes nicht so hundertprozentig sicher ist, dass sie den besser findet, da wusstest du nicht so richtig, auch mal gucken, und dann wollte sie sich unbedingt, und ja, und jetzt seid ihr da raus, ne, aus dieser Dynamik, ne. Also musst du irgendwie aus diesem Plus raus, ne? Ist es bestimmt hilfreich, dass ich den Fokus drauf lege, mir ein eigenes, nice, geiles Leben zu schaffen, wie du so schön sagst, und wir auch gerade in einer langen Beziehung einfach wieder öfters daten und etwas gemeinsam unternehmen. Ja, falls ihr es nicht macht, auf jeden Fall, date sie. Juli, komm mal, Juli. So, komm mal her. Das, du nervst gerade echt, also der Hund hat gerade so eine richtige Nervphase, wirklich, ey. So, auf jeden Fall, also spannende Dates machen. Wenn ich versuche, weniger darüber nachzudenken und eben das Leben zu genießen und eigene Projekte voranzubringen, hilft das auf jeden Fall, aber dass dieses Thema nicht so präsent ist. Trotzdem gibt es immer mal wieder Momente, wo diese Gespräche aufkommen und meine Verlustangst voll angetriggert wird. Ja, klar. So, bis hierhin, okay, alles fein. Jetzt wird es, glaube ich, so ein bisschen schwieriger. Beispielsweise sah ich vor 2 Wochen per Zufall, ja, es gibt ja keine Zufälle, ne, auf dem Handy meiner Freundin eine neue Nachricht von einem mir unbekannten Mann mit Herzen und Kussmalis reinkommen. Ich sprach sie darauf an, fragte sie, wer das sei und ob wir vielleicht gemeinsam die letzten beiden Textnachrichten lesen können. Ist gut, sehr gute Reaktion, gefällt mir. Gut gehandelt. Irgendwie war sie leicht nervös, als ich das ansprach. Sie meinte aber, dass es da gar nichts wäre und ich mir keine Sorgen machen müsste. Sie ihn nur aus ihrer spirituellen Community kenne, wo sie irgendwie alle auf diese Art miteinander schreiben und sie ihn noch nie live gesehen hätte. Warum hat er dann ihre Telefonnummer? Warum schickt er ihr Kuss-Smilies? Aber gut, können ja auch, weiß ich nicht, was eine Instagram-Nachricht, keine Ahnung. Und auf dem Profilbild auch nicht attraktiv findet. Ja, aber er schickt ihr Kuss-Smilies. Generell schreibt meine Freundin gerne mit vielen Smileys und sehr persönlich, was bei Leuten, die ich kenne, auch entspannt ist. Sie zeigte mir dann die letzten Nachrichten, da an diesem nichts Spezielles stand, einfach, dass sie es super spannend finde, von seinen Reiseberichten zu hören und ich ihr generell vertraue, auch wenn sie nach außen eine sehr offene Person ist, war das soweit in Ordnung. Ja, aber was willst du da machen? Willst du da nicht nachfragen irgendwie? Und
ja, weiß nicht, was man da, also ich finde, du hast da alles richtig gemacht. Da ich in meiner letzten Beziehung nicht die besten Erfahrungen mit Vertrauen sammeln durfte, lösen solche Situationen mir Unsicherheit aus, die dazu führt, dass ich dann auch etwas weniger, dass ich dann auch ein wenig an der Beziehung klammere, was zu einem Ungleichgewicht führt und uns voneinander entfernt. Ja, eigentlich wäre es besser, dass sich das eher kälter macht, dass du dir eher sagst, hey, was macht ihr da eigentlich? Und es sollte, eigentlich sollte es, da kann man auch hinkommen, dass man da nicht mehr Verlustangst kriegt, sondern nicht eher weniger, sondern dass man denkt, es ist immer was da, also deine Gefühle gehen immer danach, was du da in deinem Kopf machst, ne? Die gehen immer danach, so was, wie, ob du sie auf den Podest stellst, wie wichtig du sie nimmst. Wenn du sagst, ach du Scheiße, meine Frau lässt sich von irgendwelchen komischen Typen in ihrer Community Kussmaldi schicken, könnte auch, je nachdem, wie gesagt, wie du das innerlich verarbeitest, könnte daraus auch passieren, dass du sie weniger hot findest, weil du denkst, ach du Scheiße. Ich sag ja immer wieder, die höchste Qualität für einen Mann sollte Loyalität sein, ne, im Gegenüber. So, das befeuert sicherlich auch die Dynamik, dass meine Freundin weniger Sex möchte als ich. Obwohl ich den Eindruck habe, dass wir eigentlich ein total ähnliches Bedürfnis danach hätten, ähnliche Dinge mögen und wir sehr gern miteinander Sex haben. Aber wenn ich momentan ihr deutlich zeige, was ich möchte, findet sie das manchmal übergriffig. Und ich versuche im Kuscheln zu deuten, ob sie vielleicht auch gerade möchte. Dann findet sie mich needy. Und nur auf ihre Initiative in Sex zu haben, fühlt sich in der Dynamik auch komisch an. Ja, hier sind natürlich viel, ich will das jetzt gar nicht unnötig problematisieren, das sind natürlich hier viele Sachen, also wiederum danke, dass ihr auch mal Mails schickt aus Langzeitbeziehungen, dass einer mehr möchte, in körperliche Intimität, einer weniger, das sind natürlich, ja, das passiert halt in längerfristigen Beziehungen, dass man Signale unterschiedlich deutet, dass vielleicht bei einem Lust auch ein bisschen weggeht und so. Okay, kommen wir gleich noch zu. Ich weiß also nicht so recht, wie ich da noch weiter mit umgehen kann. Wie ich es schon gesagt, schon versuche, an meinem Lifestyle zu leben und auch an meinem Selbstwert. Vielleicht mache ich auch noch mal deinen Kurs. Ja, also ist ja gerade zufällig, geht er gerade los zu arbeiten. Über eine Videoantwort würde ich mich wahnsinnig freuen. Viele Grüße, Alexandrovic. Ja, also ich würde versuchen, ins Minus zu kommen, und wenn es auch so ein bisschen gespielt ist. Das heißt, ihr nicht mehr schreiben, also es sei denn, sie schreibt dir, also tagsüber nicht von dir aus WhatsApp-Nachrichten schicken, ja, dich konzentrieren auf so ein Date in der Woche, ansonsten mach dein eigenes Ding, zieh dich zurück, ja, initiier meine Zeit, würde ich tatsächlich machen, keinen Sex mehr, ja, beachte sie weniger, also jetzt nicht so als Strafe, sondern einfach, also offensichtlich ist jetzt alles zu viel, so, ne? Zieh dich raus, mach dein eigenes Ding, triff Freunde, geh du, vielleicht hast du auch eine Community, wo es vielleicht auch Frauen gibt, und dann kann sie ja mal drüber nachdenken, wer dir schreibt oder so. Einfach, dass du aus dieser Rolle mal so ein bisschen rauskommst, ne? Und wenn das hilft, also man kann natürlich auch Paartherapie, wäre auch eine Möglichkeit, aber keine Ahnung. Juli, hörst du mal auf zu fiepen? Echt? So, also wenn das dann hilft, dann, ja, und sie da mehr kommt, irgendwie, und sich, und, also sie müsste ein bisschen mehr an die Unsicherheit kommen, so, ne, sie ist sich zu ihrer Sache zu sicher, dann gut, dann weißt du ja, dann kann man es wieder langsam ein bisschen hochdrehen, wenn aber auch sozusagen dein Zurückziehen dazu führt, dass sie sich noch mehr zurückzieht, oder, also das, da würde ich schon mal überlegen. Also möchtest nicht, dass sie irgendwann fremd geht oder so, also wenn sie dann partout ihre offene Beziehung haben möchte, dann würde ich, glaube ich, an irgendeinem Punkt auch sagen, du, weißt du was, mach es, suche ich mir eben jemand Neues, kein Bock drauf. Also man, als Mann fährt man wirklich immer gut, also generell eigentlich fährt man immer gut, wenn man sich nicht zu sehr an die Beziehung hängt und immer wieder sagt, hey, es gibt auch andere Mütter haben hübsche Töchter, und weil sie ist ihrer, ihrer Sache zu sicher, und klar, sie ist auch so ein bisschen vom Charakter her, ist sie vielleicht auch so, aber das ist jetzt alles nichts Toxisches oder so, aber sie ist schon, das ist aber auch so, Menschen, die Minus sind, sind gefährdet, die Grenzen zu überschreiten, und ich sehe da definitiv eine Gefährdung. Also ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was bei euch da jetzt normal ist oder nicht, aber ich sage jetzt mal so, natürlich, wenn sie in irgendwelchen Communities ist, kann sein, dass sie Textnachrichten bekommt, ne?
So, wenn ich jetzt aber hier lese, wenn mir jetzt eine Frau schreiben würde, ich finde es super spannend, von deinen Reiseberichten zu hören. Und das kommt ein bisschen auf den Kontext an. Und ich als meine Single wäre und ich weiß nicht was, würde ich schon denken, da hat jemand Interesse, ne? Ich würde glaube ich, oder könnte sein, dass jemand Interesse hat und mal gucken, ob ich, ob das weitergeht, ne? Mal gucken, ob ich da weiterkomme und ich finde, was ich auch finde, ist, seine Freundin da ein bisschen wenig Verständnis für hat, so, ne? Also, klar ist das blöd, wenn man dann eine Nachricht zeigen muss und so, aber noch habt ihr ja keine offene Beziehung und wenn da Herzsmilies auftauchen vom, was sollst du denn da machen? Sollst du dann sagen, es ist mir egal und dann schreibt dir irgend so ein Dreckstyp, schreibt dir irgendwie, sextet dich an oder was? Soll dir das jetzt egal sein oder was, ne? Also, ja, hoffe, es hilft dir ein bisschen weiter, macht die folgenden Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.